Reisen nach Thailand. Auch heute schauen wir uns die aktuelle Situation in Thailand an, am 20. Juli 2023. Hallo Leute, da ist wieder Mario aus Thailand. Und eins kann ich euch sagen, die Unwetterwarnung, die jetzt kommt, ist nichts gegen das, was politisch aktuell gerade in Thailand abgeht. Dort haben wir nämlich mehr als nur einen Sturm. Ja, wir beginnen kurz mit einer Unwetterwarnung, und zwar der Monsun und ein Taifun steuern gerade auf Thailand zu, beziehungsweise werden in den nächsten 24 Stunden thailandweit für heftigen Regen sorgen. 70% der Fläche Thailands soll gemäß dem Wetterdienst betroffen sein, und auch Bangkok wappnet sich gegen Hochwasser. Da werden schon fleißig Sandsäcke verteilt. Für diejenigen, die in einem Gebiet leben, wo Überschwemmungen häufig sind, würde ich auch mal Vorsichtsmaßnahmen treffen. Ja, und wenn wir gerade beim Sturm sind, dann geht es weiter mit Politik. Und da ist das geschehen, was wahrscheinlich die wenigsten erwartet haben und wo jetzt auch aus dem Ausland viel Kritik nach Thailand kommt. Und zwar hat ja am 14. Mai die Move Forward Partei die Wahlen in Thailand gewonnen. Die Move Forward Partei ist eine Partei, von der niemand ausgegangen ist, dass diese Partei die Wahlen gewinnen können. So die zwei bekanntesten und größten Parteien in Thailand, die haben sich ja die letzten Jahrzehnte immer mal wieder so um die Macht konkurriert. Einmal waren die Roten an der Macht, dann wieder die Gelben, dann wieder die Roten. Plus minus immer so ein bisschen so. Und jetzt kamen die Orangen, also die Move Forward Partei, die die Mehrheit der thailändischen Bevölkerung auf ihre Seite ziehen konnten und eben auch gehofft haben, nachdem sie erfolgreich eine Koalitionsregierung gründen konnten mit 8 Parteien, haben sie gedacht, sie können jetzt auch den Premierminister stellen, und das ist jetzt leider gescheitert. Ja, warum sage ich hier leider nicht gewählt? Weil die Move Forward Partei die Wahlen gewonnen hat, und in der Regel ist es auch so, dass sie dann den Premierminister stellen können. Dies wurde jetzt aber erfolgreich von den Senatoren verhindert. Die Senatoren, die wurden mehrheitlich von der Militärjunta gewählt, die ja die letzten Jahre an der Macht war. Ja, aber es kommt noch dicker. Und zwar ein richtiger Schlag ins Gesicht der thailändischen Demokratie. Mr. Pitta wurde nicht als Premierminister gewählt, sondern er wurde auch noch von seinem Posten suspendiert. Das hat das thailändische Verfassungsgericht entschieden, nachdem sie auf eine Klage eingegangen sind, wonach er gegen das Wahlgesetz verstoßen haben soll. Ja, wie kommt es überhaupt, dass er jetzt hier suspendiert wurde? Und zwar soll er ja noch Aktienanteile von einer Medienfirma besitzen, mit der er eigentlich gar nichts zu tun hat. Und er wird wahrscheinlich da auch nicht zur Verantwortung gezogen werden können. Aber es ist halt einfach politisch, taktisch genau zum richtigen Zeitpunkt erfolgt, um ihn zu verhindern, sodass er nicht Premierminister werden kann. Um noch schnell auf diese Aktiengeschichte einzugehen, also das war so, dass gemäß den thailändischen Medien Pittas Vater verstorben ist, und Pitta hat sein Erbe verwaltet. Er wurde bestimmt, das Erbe zu verwalten, und da wurden ihm eben auch für die Verwaltung diese Aktien übertragen. Und er hatte aber gar keine Verwendung für diese Aktien, und soweit mir bekannt ist, war diese Firma auch schon seit längerem geschlossen. Also man hätte hier auch gar nicht wirklich Nutzen davon ziehen können, und er hat diese Aktien jetzt auch formell schon weitergegeben oder wird die noch weitergeben, so dass auch ganz klar ist, dass er davon nie profitiert hat und auch nie davon profitieren wird. Also man hat hier offensichtlich ein Haar in der Suppe gefunden. Ja, wie geht es jetzt weiter in der thailändischen Regierungsbildung beziehungsweise auch mit einem Premierminister? Da Mr. Pitta nicht in Frage kommt für diesen Posten, ist jetzt auch nicht klar, ob die Move Forward Partei überhaupt noch in der aktuellen Koalitionsregierung bleiben wird oder ob sie gezwungen werden, in die Opposition zu gehen. Im Weiteren gibt es auch Gerüchte und Hinweise, dass die Pue Thai Partei, das ist die zweitplatzierte Partei, die bei den Wahlen am 14. Mai die zweitmeisten Stimmen bekommen haben, und mit der Move Forward Partei aktuell die Koalitionsregierung bilden.
dass die schon gesagt haben, oder man geht davon aus, dass sie eine neue Koalitionsregierung gründen möchten, wo aber die Move Forward-Partei nicht drin sein soll. Ja, ob das so weit kommt, ist natürlich noch offen, aber es wäre ein herber Schlag ins Gesicht für die Wähler in Thailand und natürlich auch die Move Forward-Partei. Und da haben natürlich jetzt auch sehr viele Thailänderinnen und Thailänder den Glauben an Demokratie und vor allem auch ans Wählengehen verloren. Denn was bringt eine Wahl, wenn man am Schluss nicht das bekommt, für das, was sich die Mehrheit entschieden hat? Also deshalb auch berechtigte Kritik aus dem Ausland, dass hier offensichtlich der Volkeswille mit Füßen getreten wird. Dann stellt sich jetzt auch die Frage, wie geht's weiter im Bereich Demonstrationen, Tourismus etc. Ich habe ja im letzten Video auch erwähnt, dass die Polizei in Bangkok befürchtet, dass es zu Ausschreitungen kommen könnte. Sie haben sich auch darauf vorbereitet. Auch diverse Politiker haben sich dazu geäußert. Und es gab am zweiten Wahltag, also gestern am 19. Juli, eine Kundgebung in Bangkok. Und da gab es auch eine Rede von dem Verantwortlichen der Demokratiebewegung. Und er hat ganz klar gesagt, dass sie gegen diese Missstände ankämpfen wollen und dass es jetzt erst richtig losgehen wird. Die Demonstrationen am 19. Juli waren friedlich, bis auf ein paar kleinere Scharmützel. Aber es ist davon auszugehen, dass die folgenden Tage, Wochen, eventuell sogar Monate es zu weiteren großflächigen Demonstrationen kommen könnte und wahrscheinlich auch zu Ausschreitungen. Ja, sollte die Pue Thai-Partei jetzt das Ruder übernehmen und unter Ausschluss der Move Forward-Partei eine neue Koalitionsregierung bilden, dann wird sich sicherlich jetzt die ganze Situation um mehrere Wochen, wenn nicht sogar Monate, verzögern. Also wird Thailand wahrscheinlich im Bereich Regierungsbildung und auch politisch noch etwas länger eingeschränkt sein. Das Ganze wird natürlich auch Folgen haben auf Tourismus und Entwicklung. Und dazu gibt es auch bereits schon eine Meldung der TAT, der Tourismusbehörde von Thailand. Ja, die TAT geht davon aus, dass es im Tourismus einen Rückgang geben wird, aufgrund natürlich der Wahlen in Thailand, der Regierungsbildung, aber auch Inflation, Zinserhöhungen, Rezession und die ganzen Preise in Thailand schießen ja nach wie vor auch in die Höhe, vor allem auch die Treibstoffpreise, was sich negativ auf die Flugpreise auswirkt. Und das Ganze wird dazu führen, gemäß TAT, dass in der kommenden High Season die Einnahmen geringer sein werden als noch im 2019, also noch vor Covid. Also man rechnet auch hier zwar nach wie vor mit einem Wachstum im Allgemeinen, aber mit geringeren Einnahmen. Dann kommen wir noch zu den Kurznews aus Thailand und da gibt es einen Bericht aus Phuket, dass dort drei Russinnen festgenommen wurden, weil sie illegal in Thailand gearbeitet haben. Und das kommt ja sehr oft vor. Offensichtlich haben die drei jungen Russinnen dort mit einem Touristenvisum in einem Salon gearbeitet und wurden dann von der Immigration festgenommen und die kriegen jetzt auch ein Landesverweis, beziehungsweise sie müssen Thailand verlassen und dürfen für eine gewisse Zeit nicht mehr nach Thailand reisen. Dann warnt die Food and Drug Administration in Thailand noch vor dem Gebrauch der Dengue-Testkits von Privatpersonen. Seit geraumer Zeit kriegst du in Thailand bei der Apotheke, Drogerie oder auch im Krankenhaus diese Dengue-Testkits. Offiziell sollten die eigentlich nicht verkauft werden, habe ich gehört, da diese Kits nur von medizinischem Fachpersonal verwendet werden sollten, da sie relativ ungenau sind, wenn man sie falsch anwendet. Und genau das sagt jetzt eben die zuständige Administration, dass man da nicht selbstständig Dengue-Tests durchführen sollte, sondern man soll sich zu einem Arzt begeben, wenn man das Gefühl hat, dass man krank ist oder sich nicht gut fühlt, und dann wird der Arzt da einen verlässlichen Test durchführen. Dann gibt es noch eine schöne Meldung aus den USA, und zwar könnt ihr euch sicher noch an die Höhlenrettung in Nordthailand erinnern, in Chiang Rai, vor circa 5 Jahren, wo 11
Fußballer in einer Höhle gefangen waren und dann Taucher, Höhlentaucher aus der ganzen Welt kamen und die dann dort rausgeholt haben. Und jetzt gab es so ein Wiedersehen, und zwar in den USA, da studiert ein Junge, der dort in dieser Höhle war, an einer Universität, und er hat dort einen der britischen Höhlentaucher getroffen. Und ja, da gibt es jetzt auch ein schönes Foto zusammen, ein Wiedersehen nach 5 Jahren, nachdem dieser britische Höhlentaucher einer der wenigen war, die es geschafft haben, so tief in diese Höhle einzudringen, um die Fußballer dort zu lokalisieren und dann im Anschluss eben auch zu retten. Das war's von heute mit den aktuellen Infos aus Thailand. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, vor allem auch über die politische Situation. Und wir sehen uns im nächsten Video. Wenn du magst, bleib gesund und Grüße aus Thailand.